Hallöchen, ihr fähigen Nerds. Ist das ein schreckliches Spiel? Die ganze Zeit. Ach komm, könnt ihr noch ein bisschen weiter spielen? Ah, komm, zock noch ein bisschen weiter. So. So, dann. Ich bin immer noch nach wie vor mit diesen Espen. Ja, zu Hause verbessern, das gibt's doch nicht. Buchenstamm. Ich verbessere jetzt erstmal das Haus. Das kann doch nicht wahr sein. Irgendwas klemmt doch da. Boing. Oh, was haben wir da Schönes? Blaubeeren. Sehr schön. So, dann schauen wir mal, was können wir mit denen anstellen. Blaubeeren können wir zu gemischten Beeren verarbeiten. Oh, gut, dasselbe Ingolden. So, Buchen. Oha, da ist ja einiges passiert. Was da müssten Buchen sein, ne? Okay. Dann hauen wir hier mal gerade die Buchen um. Alles, was oben grün und unten braun ist, wird umgehackt. Wenn einer mit Manchester-Hosen und Kniestiefeln ankommt, hat er Pech gehabt. So. Jetzt haben wir... Okay, da haben wir genug von. Das heißt, jetzt brauchen wir Kupfererz. Wie viel Kupfererz war das? 25, glaube ich, ne? Erz. Okay. Und 2000 Credits. Na gut, dann gehen wir jetzt. Wir haben ja heute Morgen unseren awesome Teleporter gebaut. Dann nutzen wir den mal. 25 Kupfer. Jawohl. Ab darunter. Oh, das sind neue Fische. Sieht aus wie eine Makrele oder ein Hering. Eine Sardine, okay, oder so. Na gut, haben wir eine Sardine. So. Ach,
gucke. Jetzt ist Sommer, da haben wir keine Miesmuscheln, da haben wir Venusmuscheln. Okay. Da können wir noch was Leckeres mit kochen. So, ich schätze mal, das Ganze wird genauso funktionieren. Schauen wir mal. So. Die brauchen wir auch noch mal gesagt, gell? Oder was? Die Zitrinendinger, die werden wir auch noch in rauen Mengen benötigen. Nehmen wir auch noch mit. Kupfer, okay, 21, das sieht gut aus. Kiste. Und ein Heiltrank, sehr gut. So, jetzt haben wir 7, genau, haben wir genug Kupfer. Das heißt, ab sofort Kohle. So. Hallo Rotzfotz. Nein, 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 nein. Ich bin nicht Fayfarm-süchtig. Ich kann jederzeit aufhören. Jederzeit, wenn ich will. Ich will nur gerade nicht. Naja, das macht echt Spaß. Genau, da ist der Tag um, hoppla. Wie könnte das denn nur geschehen? Ich werde jetzt mal meinen Hof upgraden. Keine Ahnung, vielleicht ist das irgendwie, ist da irgendwie eine Quest, die quer hängt. Ich weiß es nicht. Ich meine, die 2000 Credits, die werde ich wohl noch irgendwie zusammenkratzen. Thank you.
Was meine da? Froschschweiß. Du würdest auch schwitzen, wenn du den ganzen Tag herumspringen würdest. Sehr gut. So, das gibt lecker Energie. Und frag nicht wie. So, das da können wir auch noch wegspachteln. Bisschen weiter gekommen. Mhm. Einfach mal gucken, was wie viel wert ist. Okay, alles gar nicht so viel, ne? Nein, mal gucken. Okay. Nicht spoilern. Wenn ich danach frage, bin ich selber schuld, aber... Wie gesagt, wenn du da mal irgendwie zu diesen bereits angesprochenen Quest-Problemen mal irgendwie ein Workaround bekommst, da bin ich sehr interessiert. Aber so ansonsten möchte ich dann doch das eine oder andere selber entdecken. So. Da brauchen wir wieder ein graviertes Kupfersäge. Na gut. Okay, ab hier kommt der grüne Kram. Mana-Raubchance. Mhm. Ich will nicht noch mehr leben. So, das Zeug. Ist das was wert? Oh. Diese Kiste ist wirklich außerordentlich aggressiv. Nicht nur, dass die einen von alleine angreift, die sucht einen ja regelrecht. Au! Dieser Tintenfisch-Kronleuchter kämpft mit unfairen Mitteln. Er hat viel mehr Arme als ich. So. Schon wieder 11 Uhr. Na komm, dann kratzen wir noch ein paar Kohlen hier aus dem Keller. Also die Zeit dürfte gern ein kleines bisschen langsamer vergehen. Das ist so das Einzige. An so einem Tag ist echt nicht viel dran. Den nehme ich auch noch mit. Beam me up, Scotty. Fump. Sehr gut. So, dann schauen wir mal, womit wir jetzt noch schön Geld verdienen können. Oh. Okay, wir müssen schon mal nicht ums Gießen kümmern, das ist ja schon mal viel wert. So, Muscheln sind auch gleich. Damit wird, ah, okay. Damit wird Filet gemacht, okay. Ach, du roter Faden.
Da brauchen wir graviertes Kupfersiegel. Das brauchen wir dafür. Ach so. Schade. So. Was haben wir denn hier noch? Zieh. Sano. Oha. Es wird kalt. So. Gerade mal noch unsere Karnickel füttern. Man kann doch so viel mit diesen. Ich habe doch mittlerweile so viel Stoff. So. Nom, 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 nom. Ich habe da mittlerweile so viel Stoff, da kann ich da bestimmt irgendwas Wertvolles mit anstellen. Stoff? Oh. Das ist doch mal eine ganze Menge, 55. Ich habe es gestern angefangen, da gucke ich dir noch sehr interessiert zu. Okay. Es ist toll, es ist wirklich schön. Also, warte mal. 27. So. Irgendwie kann hier noch gar nichts gucken. Okay. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da viel erklären könnte. Ich bin selber noch sehr am struggeln. Mit diversen Quests. Insofern. Warte mal, was bringt mir das denn? Lass dich von Oma füttern. Da steht halt nicht, was die bringen. Na komm. Machen wir mal Omas Kopftuch. Mal gucken, was, ob das was bringt und falls ja, wie viel. Ein Oma-Tuch. So, wo haben wir denn das Oma-Tuch? Ach, das habe ich direkt. Na toll. Das ist ja. Okay, da habe ich ja gerade wieder Geld verbrannt. Also, wenn man was herstellt, stellt man das nur für sich her. Jetzt habe ich gerade gedacht, ich könnte da schön irgendwie ein bisschen Money cheesen. 24. Die sind nichts wert. Ich verhöcker jetzt einfach mal den ganzen Stoff. Da.
ist geradezu verlockend. Und ich meine, so viel kann ich mit dem Zeug eh noch nie herstellen. So, was ist denn sonst noch viel wert? Fischfilet. Oh ja, Heiltrank. Den kann man auch reinpacken. Oh! So, also was hast du denn jetzt? Ja, wollt ihr mich verarschen? Der wächst zu jeder Jahreszeit, aber wenn man den so anpflanzt, dass der irgendwie über die Jahreszeit hinaus wächst und nicht fertig ist, dann verwelkt der. Ja, danke dafür. Die Info wäre vorher hilfreich gewesen. So. Moment, bevor ich da jetzt wieder Geld ausgebe, das ich nicht habe. So, ich brauche... Also, aus Rüben mache ich gewürfelte Wurzeln. So, und ich bekomme... Herzhafter Salat? Nee. Gedünsteter Fisch? Geröstetes Gemüse. Ich brauche dafür Blattgemüse und gewürfelte Wurzeln. Wo kriege ich denn Blattgemüse und geschnittene Wurzeln nochmal her? Rucola ist frisches Blattgemüse. Und Bohnen sind geschnittenes Gemüse. Kann ich auch Rucola anbauen? Der gibt auch noch ein bisschen Geld. Also, ich brauche Wurzeln und Bohnen. So, da hätte ich schon mal zwei davon. Zwei Felder. Und da brauche ich noch Geld für. Das habe ich aber morgen. So, gehen wir das mal häppchenweise an. Ich werde mir jetzt mit quasi als Restaurantleiter eine goldene Nase verdienen. Schauen wir mal. So. Okay, dann... Der guckt. Sauwetter. So. Dann machen wir mal ein Schläfchen. Ah, guck mal. So, das ist doch schon wieder ein Kontostand. Da kann man doch schon mal wieder ein bisschen mehr mit anstellen. So, kriegen wir da unten noch ein viertes Beet hin? Jawohl. So. Okay, und dann hole ich mir mal noch zwei Felder. Ich müsste ja Rucola sammeln. Das schaffe ich nicht.
Also Bohnen. So. Dann werden die auch gepflanzt. Sehr gut, die futtern hier. Und die Farbstimmung ist schon eine andere. Man merkt schon, dass man in einer anderen Jahreszeit ist. Das ist schon cool gemacht. So. Guck mal, ich schwitze, weil es so warm ist. Wie geil ist das denn bitte? Das ist ja knuffig. So, die müssen wir jetzt gießen und dann hoffen, dass es nochmal regnet, wenn die ausgewachsen sind. Also die werden auf keinen Fall aus dem Boden gerupft. Also schreit mich an, wenn ich auch nur laut drüber nachdenke, die aus dem Boden zu reißen. Auf gar keinen Fall. So. Da bist du ja vom Gießen der Blumen schon geschwitzt, ey. Oh, heiß. Warte mal, kann ich mir einen Strohhut basteln? Nee. Weißt du, im Regen zu kalt, in der Sonne zu warm, das da könnte original ich sein. Wie das machst nur am Motzen, der Kerl. Ich bräuchte eigentlich diese Pflanzen gar nicht zu gießen. Ich müsste mich nur kurz hinstellen und den Schweiß auf sie niederregnen lassen. Oder ist, glaube ich, sehr viel, ich glaube, da ist sehr viel Salz drin im Schweiß. Das ist keine gute Idee. Dann salze ich meine eigenen Felder. Das ist ja auch nicht so clever. Diese Hitze, das ist mein Alter. So. Alles klar, sammeln. So, und jetzt muss ich mich auf die Suche nach Rucola begeben. Guck mal, Löwenzahn, das ist ja knuffig. Sag mir jetzt bitte, dass Löwenzahn das genauso funktioniert, sonst habe ich ein Problem. Löwenzahn wird zu frisches Blattgemüse. Okay, alles klar, ich brauche keinen Rucola, ich brauche Löwenzahn. Gut, da kann ich mit leben. Dum, dum, da, da, dum, da, da, dum, da, 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 da. Wieso ist denn mein Inventar schon wieder voll? Das gibt's doch nicht. Kann das denn sein?
Ups. Da war wohl unversehens ein Fluss im Weg. Eine Flunder. Oh, 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 oh. Oh. Gut. Muss ich erstmal das Zeug wieder verkaufen gehen. Das ist ja so schlimm wie in WoW damals. Ich kann nicht mehr looten. Rucksack ist voll. Ich muss erst in die Stadt verkaufen gehen. So. Wir verkaufen das und das und Seil kommt auch nicht. Alter, wie viele Meeresfrüchte habe ich denn? Das ist ja Wahnsinn. So. So, Inventar. Siehst du, so sieht er schon besser aus. Moment, ich habe immer noch zwei Rosen, warum habe ich die nicht vergesehen? So. Ach, das ist Tee. Ah, okay. Schluff. Schluff haben wir auch noch gebraucht für die anderen Blätter. Beete. So. Okay, Tee können wir ja auch noch gut an was mit anfangen. Die können wir auch noch kochen und verkaufen. So. Ein schönes Tässchen Tee. Was halten wir denn davon? Hm? Das sieht doch gut aus hier. Brennholzzaun, auch nicht schlecht. Nein. Oh, da haben wir was übersehen. Übungspuppe, okay. Ochsenfrosch. So. Gucken wir mal, was man für Tee sonst noch braucht. Mulch ist im Moment nicht gut. So. Wo ist denn meine Getränkestation? Da ist meine Getränke. Was macht denn dieser Schluck da neben dran? So, und das auch noch. Oh Gott. So. Ich hätte gerne. Oh. Eistee. Oh, damit kriegen wir die Hitze vielleicht in den Griff.
Der macht kühl und der macht warm. Hä? Der wärmt? Moment, sind da die Items vertauscht? Ja, ich baue den mal. So. Erwischt. So. Dann gucken wir mal. Ich brauche ja nicht mehr viel. 2000 Credits. Die habe ich ja bald. Schauen wir mal. Was können wir denn den noch andrehen? Frösche. Froschschwein. Ja, cool. Oh, nee. Okay. Ich verstehe nicht den Unterschied, aber gut. Legen wir mal lecker aufgeschnittene Meeresfrüchte in die pralle Sonne. Nom 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 nom. Und wer auch immer die ist, wird seine helle Freude daran haben. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ah, okay, die Sonne ist weg. Jetzt ist es doch, jetzt ist es noch heiß. Jetzt gucken wir mal. 12. Na gut, das geht ja. Und jetzt? Ha! Das ist quasi der Sunblocker unter den Tees. Nein, ich will dich nicht ansprechen. Ich will... Alter, wie unfassbar schlecht. Ha! So! Bienenkönigin. Habe ich noch irgendwo Platz, um meinen Eistee zu vertickern? Nö. Was hat die denn hier? Ein Taschenhalter? Nö. Ach so, das war das. Nee. Hm. Okay, also das ist Sunblocker-Tee, das ist gut zu wissen. Irgendwie muss man hier doch auch noch irgendwas später machen können. So. Oh Gott, wie kann man da so niedlich schlafen? Das ist ja unfassbar. So. Kochen Level 8, sehr gut.
Gehen wir jetzt mal Haier machen. Das müsste, glaube ich, gerade so reichen vom Geld her, wenn ich das so grob überschlage. Uff. Ja, doch, das reicht. So. Hä? Wieso habe ich denn das Geld nicht bekommen? Ha, hier, es regnet. Und hier muss man jetzt warten und hoffen. Naja gut, dann schauen wir mal. Muss doch irgendeine Möglichkeit geben, hier jetzt noch irgendwem irgendwelchen Tinnef zu verkaufen. Ach so, die brauche ich wohl für diese, also so hatte das jemand erklärt hier mit dem, mit dieser blöden Blumenquest, die da bei mir irgendwie ums Verrecken nicht funktionieren will. Also wo du dann eine rosa, eine Blume züchten sollst und da muss man wohl eine rote und eine weiße mit einem Feldabstand hinlegen, anpflanzen und wenn es regnet, dann hat man wohl eine Chance, dass da eine rosa, eine Pflanze irgendwie rauskommt. Und ja, keine Ahnung, ich weiß es halt nicht. Kann ich, warte mal, kann ich denen nichts verkaufen? Ich konnte doch irgendwem was direkt verkaufen. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass da irgendwann mal ein Blümchen bei rumkommt. In der Mangelung einer anderen schlauen oder auch nur ansatzweise von mir aus auch unschlauen Idee. Ich habe Animal Crossing nie gespielt, okay. Wenn das so ist, okay. Es muss doch hier irgendwo einen Händler geben, mit dem ich was verkaufe. Warte mal, warte mal, warte mal. Da ist sie doch. Nee, kann ich auch nicht. Oh. Wie viel Eisen habe ich denn überhaupt? Kohle? Hm. Ey, muss ich jetzt noch einen zweiten Tag warten, bis endlich mal diese... Bedient Kunden, ja, dass sie doch. Nee. Es gibt's nicht. Ich muss jetzt echt nochmal einen kompletten Tag warten wegen 33 Credits. Markttisch 2 frei. Ich verstehe es nicht. Ha? Kistenstoff. Aha. Aquamarin blauer Kachelteppich. Oh. Wir haben ja noch nicht genug Teppiche. Hm.
plus ein Glück beim Mähen. Okay. Eine Glitzerbelle. So. Die sieht aus, als wäre sie mindestens 40 Credits wert. Auf jeden Fall genug, damit ich morgen endlich mal diese Dingens da dingern kann. Oh, Moment, wie komme ich denn da hoch? Denn da hoch? Das ist eine gute Frage. Hallo, Miri. Ich habe keine Ahnung, wie man die Magie auf die Spitzhacke bringen kann, da ich die selber noch nicht habe. So, nämlich. Gartenarbeitskleidung. Oh, alles klar. Das entschädigt doch über einiges, für einiges. Ey! So. Ich habe keine Ahnung. Ich muss eh noch daran arbeiten. Ich kann dir das gleich hoffentlich sagen. Okay. Ja gut, ich meine, das Spiel ist jetzt seit einem Tag draußen. Das sollte mich wundern, wenn da jetzt schon irgendwie umfangreiche Guides und sowas irgendwie öffentlich wären. Das wäre vielleicht ein bisschen viel verlangt. Hast du mal bei Steam geguckt? Da gibt es doch auch mal so Community irgendwas. So Community-Hilfe und so. Manchmal. So. Also. Ah, mit dem Controller Y-Taste, alles klar, siehst du mal. 50, 50. Nee, da warte mal, da warte ich mal lieber noch. So. Denn jetzt diese komische Gartenarbeitskleidung her? Na, da siehst du, da haben wir es doch schon. Halt, stopp. Was ist das da? Golden Imker. Abenteurer. Wo kann ich denn jetzt hier meine Gartenarbeitskleidung bauen? Hier ist nix. Bau. Gärtner, was ist das hier? Okay. Pflanzen für Arke, die stelle ich wohl ganz normal her. Alles klar. Ich brauche dafür einen Baumwollstoff.
Und die Pflanzenfasern habe ich ja schon. So, Kannige. Ich hoffe, ihr wart fleißig. Jawohl, sehr gut. Das ist der Arbeitseifer, den ich mir erbete. So. Eins Stoff herstellen und dann können wir die Gartenarbeitskleidung bauen. Immer noch keine Ahnung wo, aber wir können es dann wohl. So. Mit Magie gießen, wie mache ich das denn? Ich habe nur eine Kupfergießkanne. Wie kann ich denn mit... Einfach Y, okay. Ah, hier, so, jetzt ja. Und jetzt? Geht erst ab Eisen, okay. Ach, das liegt einfach nur so rum. Okay. Das ist gar nichts zum Anziehen. Ja, schade. Na gut. Geht erst ab Eisen. Ja gut, komm, dann gehen wir jetzt pennen. Morgen rüsten wir dann das Haus auf und dann gehen wir nochmal in die Mine und holen uns erstmal die Eisenkanne da. Dann machen wir das erstmal so. So, jetzt haben wir endlich genug. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Ha! Da wächst was! Hä? Da wächst ja Rot dazwischen. Mann, ich werde hier von meinen eigenen Pflanzen boykottiert. Sabotiert. Unglaublich. Moment. So, Espen, jetzt bist du dran. Ich brauche einen neuen Hof. So, haben wir alles. Sehr gut. Wupp, wupp. Das haben wir schon mal geklärt. So, erstmal darauf einen kühlenden Eistee. Oh. Wie der das Zeug dann auch einfach mal knallhart wegäxt. So. Wie kann ich denn hier eine Pflanze wieder ausreißen? Geht das überhaupt? Oh, nein, 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 oh shit. Ich meinte, wie kann ich denn eine Pflanze entfernen? Egal. Habe ich noch was zu essen? Oh Gott. Ja, aber wie reiße ich die denn raus? Okay. Ah, okay, sehr gut. Die sind immer schnell fertig im Sommer.
Aha. Das habe ich doch vorhin auch gemacht. Also ich habe noch keine Eisengießkanne, ne? Schauen wir mal. So. Die ersten Birnen. Nice. Siehst du mal. Voll gut. Ich glaube, es wäre sehr cool, wenn auf dem Hof die Zeit noch nicht laufen würde. Ich glaube, das würde einiges rausnehmen an Stress und Zeitmanagement. Okay, die sind dann wahrscheinlich morgen fertig. Die haben ja eigentlich mich einen Tag später gesät. Ja. So. So, jetzt mache ich erstmal das Inventar wieder leer. Da ist schon der halbe Tag rum. So. Ach komm, egal. Einfach alles weg. Wie viel Baumwolle habe ich denn? Das ist ja unfassbar. So. So.
Und jetzt Eisen. So. Kohle haben wir genug. Eisen. Ah ne, das war Kohle. Was war denn nochmal Eisen? War das mehr? Ne? Wie viele Kisten sind denn hier drin? Sehr gut. Mehr Karnickel braucht das Land. So. Bin mal gespannt, was man machen muss, um den großen Stall zu bekommen. Na, endlich ist da mal Eisen. Also ab Stufe 11 kommt sehr vereinzelt mal etwas Eisen zutage. Warum keine Meerschweinchen? Ja, gute Frage. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ich muss die Entwickler fragen.
Schreib den doch mal, vielleicht machen die das ja. Oh, jetzt kommt schon ein Anker. Au, Alter, langsam tun die Jungs auch weh. Bleigewicht. Okay. Ja, das war... Wie hast du es? Was, ein Meerschweinchen? Was hast du? Ah, okay. Ja, das würde ich auch gerne langsam sagen können, aber irgendwie... Warte mal, da ist doch noch... Ich überlege, ob ich nicht zuerst die Gießkanne nehme. Doch noch ein bisschen Eisen. Ja. Nein, jetzt. Ich brauche erstmal Eisenerz und zwar in rauen Mengen. 17. Werde ich wieder angeheult. Jetzt werde ich wieder angeankert. Oh mein. So. Bin mal gespannt, wie viel ich überhaupt brauche. Und irgendwie das Mana, das verbraucht sich überhaupt nicht. Mache ich da was falsch? Mana ist immer voll. Ja, ich weiß, schon wieder zu spät. Oh, da ist doch hier 15. Okay, da müssen wir hin.
Ab 15 fängt sich an, der Laden zu lohnen. Ach, weiter kann ich eh nicht runter, okay. Au! Au! Kleiner, garstiger Fiesling. Kneift mich das Viech dahin? So. Goodie. Immerhin, ein bisschen Geld haben wir verdient. Oh, gucke, unser Häuschen ist größer geworden. Das ist schön. Dann stellen wir den Sitzsack mal da unten hin. Huch. Man kann sein Bett als Trampolin benutzen. Sehr gut. So muss das sein. Geht die Zeit auch schon wieder bei, also wäre ich dafür, muss ich jetzt wirklich mal sagen, wenn die Zeit, also entweder sind die Tage länger oder die Zeit vergeht halt auf dem Hof ist die pausiert. Du kommst ja zu überhaupt nichts. Eisenbarren. Vier Eisenbarren, na, immerhin. Das ist ja schon mal besser als gar nichts. Okay, wir brauchen zwei Tage länger, nanu. Yay, fällt aber jetzt 7, sehr gut. Warum bleibt ihr eigentlich immer hier drin? Was seid ihr denn für Stubenhocker? Geht doch mal raus spielen. Ihr seid immer, ihr sitzt immer nur hier drinnen rum. Draußen ist es viel schöner. Klinge ich schon wie so ein. Ach Gott. So. So. Zwei Eisenbarren, okay. Gießkanne.
Spezial. Aha. Egal, ich gieße, ich upgrade erstmal die Gießkanne. Nein, ich habe genau 5 Credits zu wenig. Och, come on. Was könnte ich denn noch gut verkaufen? Irgendwas, was ich verkaufen könnte in rauen Mengen. Das ist natürlich praktisch. Alle existieren im Stapel sehr gut. Okay, da haben wir die Kohle schon mal für morgen. Wie viel kann ich da? Oh Gott, da kann ich auch eine Menge von herstellen. Ja, komm. Knollensalat reicht auch. So. So, der Rest, der kann durchrennen. Schon wieder ein Uhr, ey, das gibt's nicht, wie die Zeit vergeht. Thank you.
Magie Level 6. Aua. Aber ihr kämpft doch auch so. Oder mache ich da irgendwas falsch und sehe es nicht? Also man kloppt da mit dem Zauberstab drauf, ne? Langsam bin ich verunsichert. Fresst euch doch gegenseitig hier. Okay, starb's richtig, ne? Gut. Na denn. Elbage. So. Aus dem Leben gezauberstabt. Und du großen Kneifer Georg. So. Au. Ey, diese Steuerräder, die sind echt nervig. So, dann
verhauen wir zur Abwechslung mal einen. Au, das dauert gut. Au, das war Pech. Sind noch zwei Eisen vor. Komm, die nehmen wir noch mit. Au. So. Abfluch. So. Können wir nämlich den ganzen Kram noch fix in den Ofen stopfen. So, dann haben wir nämlich morgen jede Menge, zumindest schon mal Eisenbarren, wenn auch kein Geld oder nicht viel. So. Oing, oing. Sag mal. Ich will doch nur schlafen. So. Sehr gut. So. So. Jetzt ist es wieder so warm. Wie der trinkt, das ist einfach so herrlich. So. Alles klar. Gehen wir die Karnickel nochmal. Die Karnickel scheren. So, ab, raus mit euch. Hier gibt es noch was zu mampfen. Dann wird man das Grünzeug auf die Art auch mal los. Wie lange brauchen die denn? Das ist ja irre. So. Egal, dann kommen, dann upgraden wir erstmal die Spitzhacke, dann haben wir wenigstens die Quest schon mal erledigt. Vielleicht kommt da ja irgendeine Folge-Quest. So, Spitzhacke verbessern, jawohl. Bam! Und jetzt? Keine weitere Quest. Okay, kostet immer das gleiche, 2 Barren. Okay. Gut. Na ja, gut. Dann wissen wir zumindest mal das. Haben wir irgendwas, was wir verkaufen können? So. Goodie. Dann haben wir das jetzt auch geklärt. Wupp dich.
Guti. Dann lassen wir es weiter aber mal gut sein. So lange wollte ich jetzt halt auch nicht mehr machen. Aber zumindest ein bisschen reinluschern wollte ich ja doch nochmal. So, speichern. Und dann machen wir morgen weiter. Frisch ausgeruht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und bis morgen. Tschüss.